Hallo zusammen und willkommen zu 2020. Wisst ihr, Dark Souls hat dieses interessante Thema von kreisförmiger Zeit. Egal wie oft wir etwas machen, egal wann wir es machen, egal was wir machen, egal wie oft wir Gwen besiegen und das Feuer neu entzünden, wir wachen trotzdem jedes Mal wieder in der Zelle auf. Weil alles, was wir tun, an und für sich sinnlos ist. Zeit ist ein endloser Kreis, der sich immer wieder wiederholen muss. Und dasselbe Gefühl habe ich gerade auch. Ich mache ein Video mit Gameplay im Hintergrund, als wäre ich fucking Leafy. Und ich mache ein Antwortvideo auf Thomas, als wäre es 2010. Es ist ein neues Jahrzehnt und es hat sich nichts verändert. Fangen wir einfach an mit diesem Verkehrsunfall von einer Person. Im heutigen Video geht es mal um eine Abrechnung. Und zwar eine Abrechnung mit Onkel Jeremy. Ich glaube, ihr braucht ein wenig Hintergrund hier. Ein paar Leute haben mir ein paar Videos von Thomas gezeigt und ich habe mir gedacht, komm, kommentierst du, was das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Thomas einen meiner Kommentare in dem Video aufgreift, eine Videoantwort an eine vollkommen andere Person, um das mal kurz festzuhalten, und über meine angebliche Homosexualität herzuziehen, weil er keinen anderen Angriffspunkt hat. Ich habe ein paar mehr Kommentare geschrieben, Thomas ist in seine Homophobiewelle wieder hingefallen und wir sind wieder in 2010. Nachdem ihr wisst, worum es geht, können wir jetzt eigentlich anfangen. Aber eine Sache vorher noch. Thomas, wenn du dein Video hörst, hörst du dieses nervtötende Rauschen und Knirschen im Hintergrund? Hörst du, wie das bei mir nicht der Fall ist? Das ist so, weil ich grundlegende Editing-Etikette beherrsche und zum einen meine Audiospur cleane, das heißt Rauschentfernung rüberlaufen lasse. Und zum anderen achte ich auf solche Sachen wie nicht anzufangen zu labern, bevor die Blende durch ist. Unvernünftiges Lighting zu benutzen, wenn ich denn meine Fresse in die Kamera halten wollen würde. Nur ein paar Kleinigkeiten, die du achten solltest. Du machst seit Jahren Videos, es ist erbärmlich, wie schlecht deine Qualität ist. Machen wir weiter. Wenn ich mir die Kommentare in unseren meinen Videos betrachte, dann habe ich so einen Eindruck, als wenn die von Leuten stammen, die man in der Gummizelle, in der geschlossenen Anstalt, ein Smartphone in die Hand gedrückt hat, um diese dann auf die Öffentlichkeit loszulassen. Genauso sind die Kommentare. Wer diesen Schwachsinn liest, der denkt, der ist im Irrenhaus. Thomas, ich bin mir ziemlich sicher, es liegt am Ausgangsmaterial, mit dem Leute arbeiten müssen. Allerdings bin ich der Meinung, dass meine Kommentare nicht wirklich wahnsinnig klingen, sondern eher Vergleiche und Beispiele ranbringen und andere logische Sachen, die du wahrscheinlich nicht verstehst. Wie in den letzten 10 Jahren auch nicht. In Bezug auf Onkel Jeremy, oder in dem Fall Firengard, habe ich mal einen Blick auf seinen Kanal geworfen und habe festgestellt, dass alle Videos verschwunden sind. Frag mich wieso. Das, was du auf deinem Kanal gezeigt hast, waren doch offensichtlich objektive Wahrheiten, oder? Entschuldigt, dass ich gegen Ende etwas beschleunigt habe, aber Thomas hat die Angewohnheit, sich zu wiederholen. Immer noch. Aber um kurz auf das zurückzukommen, was Thomas da gesagt hatte. Ich habe meine Videos nicht gelöscht, ich habe sie auf nicht gelistet geschaltet. Hauptsächlich, weil das ganze Copper-Ding runtergekommen ist und ich mir nicht sicher bin, wie YouTube die Sachen umsetzen wollte. Wie sich rausstellt, relativ beschissen. Also wollte ich nicht, dass meine Videos aus irgendeinem Grund gefleckt und alle meine Kanäle weggeschossen werden, nur weil YouTube es nicht hinbekommt, ihre Bots vernünftig zu programmieren. Aber ich habe mich dazu entschlossen, die Videos wieder live zu schalten ab heute. Einfach weil, wenn der Kanal untergeht, geht er unter. Bumm, fertig, aus. Ein Kanal ohne Videos zu haben, macht nicht wirklich viel Sinn. Aber da YouTube es sich nicht nehmen lässt, rückwirkend Videos zu striken, weil sie neuen Regeln nicht entsprechen, bin ich mir nicht sicher, wie lange der Kanal noch stehen bleiben wird. Ich meine, der Kanal ist zum Shitposting da, es ist nicht so dramatisch, es ist trotzdem nervtötend. Ein anderer Grund, warum ich die Videos dicht gemacht habe, ist, weil ich in einer Art Schaffenskrise war. Ich weiß, ich lade auf diesem Kanal allgemein nicht hoch, aber auf dem anderen Kanal, auf dem ich viel editiere und den ganzen anderen Bock misst. Ich war nicht sicher, wie ich mit YouTube weitermachen wollte, habe jetzt aber eine ungefähre Linie gefunden, mit der ich arbeiten kann und mache dann so auch weiter. Ich sehe trotzdem keinen großen Grund, weiterhin Videoantworten auf Deppen zu machen, aber vielleicht kommt da auch nochmal was, mal gucken. Aber um auf den eigentlich lustigen Punkt zurückzukommen, ich finde es zum Schreien, dass Thomas mich ankacken will, weil ich meine Videos auf Nicht-Liste geschaltet habe. Mister, ich lösche alle Videos, die mich irgendwie in den Arsch beißen könnten. Mister, ich leugne, dass ich Videos gemacht habe. Mister, 500 Kanäle später ist angepisst, dass ich meine Videos auf privat geschaltet habe für ein paar Monate. Thomas, merkst du, warum Leute dich für einen verfickten Clown halten?
Was du, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er das Leben eines Schöpfen ist. Du glaubst nicht daran, weil ihr sagt, dass ihr Atheisten seid und die Definition des Atheismus sagt, dass ihr religionsfrei seid. Akzeptiere ich sogar mittlerweile. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass du, Onkel Hirni, dennoch für mich geistesgestört bist. Okay. Ich werde jetzt nicht auf dem Geistesgestört-Kommentar rumhacken, weil das ist das Internet, jeder darf jeden als jedes bezeichnen, aber wie kommst du von Atheismus-Definition auf ich bin geistesgestört? Das erklär mir bitte eben kurz. Und nicht nur geistesgestört, sondern auch fanatisch. Das erkennt man vor allen Dingen daran, und wenn nicht deine Meinung ist, den tust du mit einem Fanatismus so dermaßen kaputt diskutieren, dass es zu kein Ende führt. Fundamentalistisches kaputt diskutieren. Thomas, du bist dir bewusst, dass eins deiner Videothemen war, Homosexualität und Pädophilie sind wesensgleich. Mein kaputt diskutieren besteht darin zu sagen, nein, sind sie nicht, weil erstens die Videos, die du gezeigt hast, waren nicht eindeutig und beweisen nicht, was du denkst, was sie beweisen. Nummer zwei, ja, die LGBT-Community hat es hinbekommen, mehr Rechte zu kriegen. Allerdings ist die Schwulen- und Lesbenbewegung nicht dasselbe wie Numblr, was seit den 70ern existiert und somit nichts mit der LGBT-Community in den 2000ern zu tun hat. Und drittens, Homosexualität ist einvernehmlicher Geschlechtsverkehr mit demselben Geschlecht. Pädophilie ist die Vergewaltigung von Kindern, weil Kinder nicht dazu in der Lage sind, wirklich geistig zuzustimmen. Das heißt, ich habe nicht deine Schlussfolgerung an und für sich angegriffen, ich habe die Argumentation in Frage gestellt, die du führst. Mein fanatisches Kaputtdiskutieren ist im Grunde nur zu sagen, Entschuldigung, deine Grundlagen, auf denen du arbeitest, funktionieren so nicht. Es geht hierbei nicht mal um deine Schlussfolgerung. Es geht darum, dass die Grundlagen, auf denen du arbeitest, einfach nur Bullshit sind. Und ich könnte meinen Kommentar hier theoretisch einblenden, aber er ist aus mysteriösen Gründen vom Video verschwunden. Ich weiß nicht, weshalb. Unter meinem letzten Video hat natürlich Onkel Hirni entsprechend einen Kommentar verfasst. Natürlich in der Größe einer Brockhaus-Enzyklopädie. Zumindest soll es den Anschein erzeugen, dass es so ist. Aber wenn man mal wirklich den ganzen Scheiß liest, dann denkt man wirklich, dass diese Kommentare direkt aus der Klapsmühle kamen. Denn da gehörst du für mich hin. Du bist für mich geistesgestört, du bist für mich fanatisch, du bist für mich egozentrisch, du bist sexuell verdreht und, was du noch bist, du bist ein Rassist. Mehrere Sachen. Erstens, wie lasse ich einen Kommentar angeblich lang aussehen, obwohl er gar nicht lang ist? Zweitens, was hat mein angeblicher Geisteszustand mit der Länge von Kommentaren zu tun? Wie hängt das zusammen? Können Verrückte keine langen Kommentare schreiben? Was ist dein Punkt hier? Drittens, sexuell verdreht. Nein, ich bin pansexuell. Das hat nichts mit Twister zu tun. Aber davon mal abgesehen, du hast mir groß und lang vorgeworfen, dass du ja so stolz auf deine Asexualität bist, aber ich bin verklemmt, weil ich nicht jedem erzähle, dass ich pansexuell bin. Und ich bin gleichzeitig sexuell verdreht, weil ich pansexuell bin und dazu stehe. Und viertens, wie kommst du auf Rassist? Und, was du noch bist, du bist ein Rassist. Und Jenny stellt ganz gerne Vergleiche auf, die er dann als seine Logikspielchen verkauft. Und dieser Vergleich ist sehr interessant, indem er seine sexuelle Verdrehtheit mit Hautfarbe gleichsetzt. Er vergleicht das. Okay, ein ganz bisschen Kontext dazu. Thomas hat im Video das hier stehen. Ist Gott homophob? Nein. Ist der Himmel homophob? Nein. Gibt es Homosexualität im Himmel? Nein. Ich habe das Ganze als, und ich zitiere, Low-Effort-Shitposting wiederholt, allerdings mit einem Restaurantbesitzer statt Gott und einer Hautfarbe statt der Homosexualität. Ist dieses Restaurant rassistisch? Nein. Ist der Besitzer rassistisch? Nein. Gibt es Schwarze in diesem Restaurant? Nein. Und den Teil, den Thomas vergessen hat, was ein Verweis auf die Bibel ist, ihr wisst schon, wenn ein Mann mit einem Manne liegt, wie mit einer Frau muss er gesteinigt werden, bla bla, hat der Besitzer geschrieben, man sollte allen aufhängen? Ja. Das ist erstens Low-Effort-Shitposting und zweitens ist das kein Vergleich von Sexualität und Hautfarbe, sondern ein Vergleich von Rassismus und Homophobie. Beides unbewiesene, unbegründete Hasshaltungen gegenüber einer anderen Person aufgrund von Faktoren, die sie nicht bestimmen können.
Also nein, ich vergleiche nicht meine Sexualität mit irgendeiner Hautfarbe, was absolut keinen Sinn macht, sondern ich vergleiche das Verhalten von Personen, die hasserfüllt gegenüber Schwulen sind, mit dem Verhalten von hasserfüllten Personen gegenüber Ethnien, Hautfarben und sonstigem Bullshit. Also entweder will Thomas es falsch verstehen oder er kann es nur falsch verstehen. Eins von beiden. Das passt aber nicht zusammen, denn das eine ist änderbar, das andere nicht. Allein, dass er die Hautfarbe immer wieder ins Spiel bringt und das mit seiner sexuellen Verdrehtheit zu vergleichen, zeigt total, dass es totaler Schwachsinn ist. Und das ist, wo du falsch liegst. Thomas, ich weiß, dein Verständnis von Asexualität ist, ich bin Single, also bin ich jetzt asexuell, weil ich mich dafür entschieden habe. Aber das ist schlichtweg falsch. Dein Verständnis des Themas ist nicht tiefgreifend genug, um irgendwelche definitiven Aussagen zu treffen. Ich weiß, dass man seine Sexualität nicht einfach auf hier und heute ändern kann, weil man es will, weil ich erstens eine ewig lange Selbstfindungsphase hatte und mich einfach entschieden habe, ja, ich bin jetzt heterosexuell, weil es einfacher ist, bumm, Ende aus. So, ich musste mit dem leben, was bei mir im Kopf los ist. Zweitens ist wissenschaftlich durch Studien bewiesen, dass Homosexuelle, Bisexuelle und so weiter und so fort andere hormonelle und neurologische Aufstellungen haben als Heterosexuelle. Und zum Dritten ist etwas vollkommen natürlich Auftretendes im Tierreich. Entweder hat der Teufel den ganzen Shit gebastelt, nur um mir recht zu geben und dich doof aussehen zu lassen, oder du hast keine Nachforschung betrieben und gesagt, in der Bibel steht das, darum muss das richtig sein, Edge, Badge, Ende, aus. Oder um es anders auszudrücken, Sätzen 6. Aber nochmal auf deine Videos zurückzukommen. Warum hast du die Videos gelöscht? Die waren doch jahrelang online. Und ich sag dir auch, warum du sie gelöscht hast. Weil du feststellen musstest, dass deine knapp 600 Abonnenten nicht mehr alle hinter dir stehen. Weil da einige aufgewacht sind. Weil einige von denen gemerkt haben, dass das, was du da verbreitest, einfach nur Müll ist. Und die das dementsprechend auch zum Ausdruck gebracht haben. Thomas, ich mache auf diesem Kanal einfach nicht mehr viel. Es ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, seit ich das letzte Video hochgeladen hatte. Es gab keinen großen Ich-bin-Spartakus-Moment, wo meine Abonnenten gesagt haben, Viva la Revolution, wir sind jetzt der Meinung von Thomas, oui, oui. Sondern der Kanal liegt einfach brach. Es gibt kein positives Feedback, kein negatives Feedback. Meine Abonnenten sagen nichts, weil ich nichts sage. Wie kommst du auf den Trichter, dass plötzlich nach einem halben Jahr Inaktivität ich gemerkt habe, oh scheiße, Leute stimmen mir nicht hundertprozentig zu und alles verbrannt habe, als ob ich du wäre? Und ich sag dir noch was, du hast in deiner Anonymität mehr Angst vor negativer Bewertung als ich in der Öffentlichkeit. Das ist auch eine Tatsache. Du hast mehr Angst in deiner Anonymität vor negativen Bewertungen als ich in der Öffentlichkeit. Thomas, das echte Leben hat keinen fucking Dislike-Button. Und ich habe keine Angst vor Dislikes in meiner oh so gefährlichen Anonymität. Allerdings hätte ich Dislikes gerne erklärt. Sind es ideologische Differenzen? Muss ich irgendwas im Video verbessern oder was auch immer? Das ist einer der Gründe, warum ich immer ellenlange Kommentare überlasse, um zu erklären, das ist der Grund, warum ich disliked habe. Denn ich stehe vor der Kamera und sage, was ich über dich denke, wenn du das umgekehrt selber nicht fertig bringst. Warum zeigst du dich nicht vor der Kamera? Ich fordere dich hiermit heraus, dich vor deine Kamera zu stellen und mir das ins Gesicht zu sagen, was ich dir jetzt gerade ins Gesicht sage. Okay, reden wir über Video-Editing. Ich habe dieses Format gewählt, weil es für mich einfacher ist. Nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen, weil ich panisch mein Gesicht verstecken will, sondern einfach deswegen, weil das Editing einfacher ist. Kommen wir es einmal zu den Negativaspekten von Gesichtsaufnahmen. Wenn ich meine Fresse in die Kamera halten wollen würde, müsste ich darauf achten, dass das Lighting vernünftig ist. Ich müsste darauf achten, dass ich einigermaßen präsentabel aussehe. Also ich müsste mich waschen, rasieren, Make-up, bla bla bla. Ich müsste darauf achten, dass mein Set vernünftig aussieht und so weiter und so fort. Es ist mehr Arbeit, als es wert ist. Dazu kommt, dass wenn ich mich verplappern würde, wie ich es in dieser Aufnahme ein paar Mal gemacht habe, es sehr auffällig ist, weil ich hin und her springe. Das nennt sich einen Jump Cut. Und zu guter Letzt ist das Synchronisieren und Bereinigen von Audiospuren bei Videos unnötig kompliziert. Alles Probleme, die in deinem Video sehr gut zu erkennen sind. Du bist beleuchtet wie eine depressive Kartoffel, du hast ein nervtötendes Rauschen im Hintergrund und mehr Jump Cuts als Onision zu seinen Glanzzeiten. Kommen wir jetzt zu den Vorteilen dieses Formates. Ich könnte zwischendrin einfach einkaufen gehen für ein paar Stunden und niemand würde es merken, weil ich nicht auf Lighting und ähnliches achten muss und meine Tonlage sich nicht deutlich verändert zwischen den Aufnahmen. Ich habe außerdem den großen Luxus, dass ich auf dem Bildschirm irgendetwas einblenden kann, in diesem Fall Gameplay als B-Roll,
Was ich allerdings durch Sachen wie Beispiele, Quellen oder Erklärungen supplementieren kann. Außerdem kann ich so Content von verschiedenen Creators relativ einfach durch Hintergründe trennen, wie in diesem Video zum Beispiel. Es ist, um es zusammenzufassen, einfacher und effektiver, es auf diese Art und Weise zu machen. Oder anders gesagt, meine Fresse in die Kamera zu halten, bringt den Videos nichts. Die Message des Videos bringe ich ohne Gesicht genauso gut rüber wie mit. Dabei ist es allerdings nicht so, als ob ich panische Angst davor habe, mein Gesicht zu zeigen. Ich habe ein paar Skits gedreht, in denen mein Gesicht zu sehen ist, und ich war in einer verfickten Webserie, verdammt nochmal. Es ist nicht so, als ob ich panisch vor jeder Kamera weglaufe. Es ist einfach so, dass dieses Format es für mich deutlich einfacher macht, meine Beweise darzulegen und meine Punkte vorzubringen, ohne dass mein Gesicht dabei stört. Und was ich dir ins Gesicht sage, ist folgendermaßen. Du bist für mich geistesgestört, sexuell verdreht, fanatisch, egozentrisch und rassistisch. Das bist du für mich. Und weißt du, wo du hingehörst? In eine Psychiatrie. Und zwar in eine geschlossene, und zwar in eine Gummizelle. Da gehörst du hin. Da gehörst du hin. Thomas, ich möchte dir eine ernsthafte Frage stellen. Warum hast du dieses Video hochgeladen? Ich meine nicht der Inhalte wegen, zu denen komme ich gleich, sondern wegen dem Editing. Das Video ist genauso unterbelichtet wie du. Es hat 10 Milliarden extrem auffälliger Jumpcuts und du hast dieses durchgängige, nervtötende Summen im Hintergrund. Das sind alles Sachen, die man mit ein bisschen Arbeit rausfiltern kann. Hättest du ein bisschen Respekt vor dir selber, vor dem, was du machst und vor deinen Zuschauern, wäre dieses Video deutlich besser gewesen. Nicht von den Inhalten her, aber zumindest wäre es kompetent gemacht worden. Kommen wir jetzt zu den Inhalten. Dieses ganze Video ist ein gewaltiges Argumentum ad hominem. Um das Ganze kurz zu erklären, wenn ich sage, Thomas ist in den Punkten A, B und C falsch, aus folgenden Gründen. Außerdem ist Thomas ein Arschloch, ist es einfach nur eine Argumentation mit einer Beleidigung am Ende. Wenn ich allerdings sagen würde, Thomas ist ein Arschloch, deswegen sind Punkt A, B und C falsch, wäre es ein Argumentum ad hominem. Also kurz gesagt, argumentiere ich nicht gegen die Punkte, die gemacht wurden, sondern ich beleidige einfach und aufgrund der Beleidigung oder der Infragestellung des Charakters des meines Gegenübers oder was auch immer, sind deswegen die Argumente wertlos. Ein gernbestes Beispiel ist, nun du bist eine Frau, du hast keine Ahnung von Computern. Das Geschlecht der Person wird als ein ad hominem benutzt, um die Kenntnisse in einem gewissen Feld einfach als nicht existent darzustellen. Das hat, wie ihr merkt, keine Substanz, ist absolut lächerlich und ich weiß nicht, warum Leute es noch machen. Ich habe kein Problem mit Beleidigungen, aber Beleidigungen als Begründung für etwas sind vollkommen schwachsinnig. Und das ist alles, was dieses Video ist. Nein, wirklich, guckt es euch nochmal an. Könnt ihr mir ein Argument nennen, das Thomas widerlegt hat? Ich kann euch eins nennen, das er erwähnt hat. Und das nur, um mich als Rassisten darzustellen. Alles, was Thomas mit diesem Video machen wollte, ist, meinen Charakter in den Schmutz zu ziehen. Deswegen die dauerhaften Beleidigungen, die Anschuldigungen, ich bin egozentrisch und feige und rassistisch und verdreht und dies und das und jenes. Und dabei hat er nicht ein einziges Argument auch nur ansatzweise angegriffen oder dagegen argumentiert oder was auch immer. Ich möchte nicht sagen, ich hätte mehr erwartet, weil das ehrlich gesagt nicht stimmt, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Thomas, ich hatte absolut keine Erwartungen und du hast es trotzdem geschafft, unter die Ziellinie zu schießen. Schönes 2020 alle miteinander.